Guten Tag. Entschuldigen Sie uns bitte. Kriminalpolizei, wir würden gern mit Herrn Gallert sprechen. Mein Chef ist gerade hinten. Herr Gallert? Moment. Ja, was ist denn? Herr Gallert, stammen von der Kriminalpolizei, meine Kollegin Rietz. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Es geht um Ihre Ex-Frau. Ja, kommen Sie kurz mit hinter. Aber was ist denn mit ihr? Herr Gallert, Ihre Ex-Frau ist ermordet worden. Was? Aber was ist denn mit ihr passiert? Jemand hat sie gezwungen, vergiftete Muffins zu essen. Was? Ja, und am Tatort wurden Kuchenschachteln gefunden. Genau solche, wie Sie auch in Ihrem Laden haben. Wo sind Sie denn gestern zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr gewesen? Ja, hier. Und Ihre Mitarbeiterin war auch hier? Nein. Wir machen sonntags schon immer um 12 zu. Ich mache dann sauber und setze den Teig für den nächsten Tag an. Herr Gallert, wir hätten noch ein paar weitere Fragen an Sie. Wäre es möglich, dass Sie uns zur Dienststelle begleiten? Dauert auch nicht lang. Ja, natürlich. Ich würde mich nur kurz unten im Büro umziehen. Ja, kein Problem. Wir kommen einfach mit. Gut. Big Malte, du mit deinem scheiß Diätwahn. Du hast unser Leben zerstört. Dafür wirst du bezahlen. Ich wünsche dir einen scheiß Geburtstag. Hören Sie doch auf, ich habe das nicht so gemeint. Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt. Warum bedrohen und beleidigen Sie dann Ihre Ex-Frau? Ja, sind Sie noch nie abserviert worden? Sie sind Diabetiker, richtig? Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Nur weil ich ein paar Kilo mehr auf den Rippen habe? Aber ja, stimmt. Dann kennen Sie sich bestimmt mit blutzuckersenkenden Medikamenten aus. Ja, wieso? Sowas war in den Muffins, mit denen Ihre Ex vergiftet wurde. Also, wollen Sie jetzt etwa damit sagen, ich soll Melly umgebracht haben? Dieses Medikament nehmen Millionen Menschen da draußen und diese Kuchenschachteln kann man überall kaufen. Ja, ist klar. Okay, ja, danke, ciao. So, Sie können dann gehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Soll das heißen, ich bin nicht mehr verdächtig? Das heißt, Ihre Fingerabdrücke wurden nicht am Tatort gefunden. Oh, gut. Ich habe sie tatsächlich geliebt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Leute, wir haben die Klarnamen und Adressen von den Hatern. Ich schnapp mir Alex und dann knüpfe uns als erstes Racheengel vor. Ich hoffe, das wird jetzt keine allzu lange Nummer. Ich habe nicht ewig Zeit. Kein Problem, dann machen wir eine kurze Nummer draus. Was sagt Ihnen der Name Racheengel? Racheengel bin ich. Was soll die Fragerei? Melanie Gallert ist tot, ermordet worden. Ermordet? Okay. Also ich habe mich ja mal ganz gut mit ihr verstanden. Da war sie noch, hat sie noch so viel gewogen wie ich. Aber seitdem sie mit ihren neuen Freundinnen rumhängt und nur noch Salat frisst, kann ich mit den blöden Weibern nichts mehr anfangen. Ach, und deshalb überschütten Sie die Frau mit Hasskommentaren? Ja, ich zitiere Sie mal. Ich wünsche euch, dass ihr bei einer Heißhungerattacke verreckt. Das haben Sie gestern geschrieben. Ja und? Ich kann schreiben, was ich will? Na, das stimmt so nicht ganz. Bedrohungen und Beleidigungen sind auch im Netz strafbar. Okay, dann zeigt mich halt an, hole ich mir sofort einen Anwalt, zahlt eh der Staat. Ach, so eine sind Sie? Sie können ja auch einfach mit uns Vorlieb nehmen, wir werden auch vom Staat bezahlt. Wo sind Sie denn gestern zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr gewesen? In der Kneipe unten an der Ecke. Habe ich einige Zeugen. Gut, das werden wir überprüfen. Ja, macht das. Und ich bitte Sie jetzt zu gehen. Ich will meine Ruhe haben. Der Aufforderung kommen wir doch sehr gerne nach. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Krass. Hast du die Fingernägel gesehen? Wie kann man damit überhaupt tippen, hä? Tja. Hate Speech im Netz ist echt eine Seuche. Da fallen bei den Leuten alle Hemmungen. Zum Glück wird er strafrechtlich verfolgt. Sag mal, Dani, kann ich mal ganz kurz da vorne in den Supermarkt springen? Ein paar Sachen besorgen? Na klar, flitz los. Ja. Ich hau rein, ja? Stamm? Warten Sie. Ganz ruhig. Moment. So, und jetzt noch mal. Was ist los? Ich hab Angst. Da ist jemand im Haus. Hören Sie die Musik? Die kommt aus allen Lautsprechern. Die höre ich. Versuchen Sie ganz ruhig zu bleiben und bleiben Sie am Telefon. Leitstelle für K11. Leitstelle hört.
Ich brauche ganz dringend eine Streife in die Schönfeldstraße 12. Da ist offenbar ein Mann ins Haus eingedrungen. Okay, eine Streife ist unterwegs. Okay, Verstärkung ist unterwegs. Ich bin auch unterwegs zu Ihnen. Ich bin in 10 Minuten bei Ihnen. Okay. Wo genau sind Sie? In welchem Zimmer? Jetzt bin ich im Flur. Wieso ist denn überall Musik an? Und eben, da hat ein Mann gelacht. Richtig laut. Vermutlich wurde Ihr Computer und das Mikrofon gehackt. Vielleicht sogar der Smart Speaker. Dadurch kann er Sie hören, mit Ihnen reden und auf die Musik Einfluss nehmen. Sind Sie wirklich sicher, dass da ein Mann im Haus ist? Sicher bin ich nicht, aber ich habe so ein Gefühl... Gleich stirbst du. Oh Gott, nein! Frau Kaiser? Hallo, Frau Kaiser! Oh mein Gott. Ja? Michael, Frau Kaiser hat mich gerade angerufen. Völlig panisch. Anscheinend ist jemand bei ihr im Haus. Verstärkung habe ich aber schon angefordert. Alles klar. Bist du mit Alex auf dem Weg? Nein, ich bin allein. Ich konnte nicht auf Alex warten. Aber informierst du sie bitte? Dani, du unternimmst aber nicht alleine. Du warst... Oh nein. Michael? Oh, der Empfang. Freundin, ihr seid schuld daran. Wir haben nichts getan. Doch, natürlich habt ihr was getan. Ihr alleine seid schuld an der ganzen Misere. Das ist so ein Scheiß. Hör auf damit jetzt. Polizei, die Waffe runter. Waffe runter, sofort. Ganz langsam. Runter mit dem Ding. Verschieße ich sie. Ganz langsam die Waffe runter. Auf den Boden, sofort. Auf den Boden legen. So ist gut. Und darüber. Du auch. Los. Und hier hinsetzen. Beide. So. Ich habe zwar nicht mit Besuch gerechnet, aber es sind genug Muffins für alle da. Musik aus. Hut ab. Sie haben den Computer und den Smart Speaker gehackt. Ich bin zwar sowas wie ein Informatiker, aber ich muss zugeben, dass... war mein Meisterstück. So konnte ich mich in Melanies Träume schmuggeln und die beiden belauschen. Und daher wussten Sie auch, dass Frau Kaiser im Fitnessstudio ist und Frau Gallert sich Essen bestellt hatte. Das Essen stand sogar noch vor der Tür, als ich gegangen bin. Ich habe es mir mitgenommen. Ich hatte ja noch Hunger. So, hier. Auspacken und auf die zwei Teller verteilen. Los! Was habe ich Ihnen denn getan? Meine Frau hat mich verlassen wegen eurem scheiß Diätblock. Nach 20 Jahren, die wir glücklich waren, hat sie sich dünn gehungert. Da kann ich doch nichts dafür. Du hast mein Leben zerstört. Mein Job ist weg, meine Kinder, meine Frau. Hätte es euch nicht gegeben, wäre noch alles in Ordnung. Da. Was ist das? Wir werden jetzt ein schönes Diätvideo drehen. Und das ist der Text dazu, dein Drehbuch. Und genau so wirst du es sagen. Überzeugend, sonst knallt's. Verstanden? Okay, okay. Dann los. Einschalten. Los. Los, 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 los. Ja. Okay, okay. Und dann? Dann wirst du das Ganze online stellen und ich werde wieder verschwinden. Einfach so? Einfach so. Und los jetzt. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Blog Glücklich Schlank. Und jetzt genug gequatscht. Los. Fressen. Bitte, ich will nicht sterben. Das ist mir scheißegal! Ich hab nichts mehr zu verlieren. Los, anfangen! Du auch! Worauf wartest du? Alter. Los jetzt! Friss das Ding endlich! Los! Waffe runter oder ich knall dich ab! Polizei! Runter damit! Schnell, raus! Raus, raus, schnell! Runter damit! Los, die Hände hoch, zurück! Schnell, raus, raus! Ist gut. Hände auf den Rücken. Alles okay, Dani? Ja, aber ich sag dir eins, nie wieder Muffins. Hältst du ihn nicht durch?